Vashil! Ich hab das Gefühl, keiner nimmt diese Drachensache hier wirklich ernst. Nur wir sind es, die hier definitiv die Ernsthaften sind in der ganzen Geschichte. Frederik, glaubst du, dass die Leute hier das ernst nehmen? Naja, wird schwierig sein. Die meisten haben einen Drachen nur in Büchern gesehen. Könntest du recht haben. Die wenigsten können sich auch vorstellen, dass Drachen zurückgekehrt sind. Aber ich, der große Klacker, das Nichtskelett, ich hab verstanden, dass Drachen zurückkommen können. Auch wenn ich mich frage, wo die ganze Zeit waren. Vielleicht hat sie Lord Cheogorath irgendwo in seiner Hosentasche versteckt gehabt und dachte, es sei jetzt die Zeit, sie mal wieder in die frische Luft zu lassen. Wäre ihm jedenfalls zuzutrauen. Definitiv. Er ist ein Mann, der viel hat, vielen Talente. Es wäre töricht, ihn nicht ernst zu nehmen. Ah, ist Maik immer noch da? Maik. Maik, erzähle mir schöne Geschichten, guter Mann. Eines Tages bekam Maik Ärger in Rifton und floh nach Windhelm. Gut, dass denen dort alles egal war. Interessant. Maik ging einst nach Hochrodgar. So viele Schritte. Er konnte sie gar nicht zählen. Ha, verständlich. Wir konnten sie auch nicht zählen. Wir waren, glaube ich, noch gar nicht dort. Weiß ich gar nicht. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre ich dort schon mal ein paar Mal gewesen. Aber ich kann mich nicht erinnern, in Hochrodgar, kann meinen Namen ja fast nicht sagen, dort oben gewesen zu sein. Ich glaube auch nicht, dass wir dort waren. Oder jedenfalls vermute ich es, dass wir nicht dort waren. Ja, das könnte gut sein. Genau, hier oben haben wir ja den bösen Banditenmann kaputt gehauen. War das da? Ja, der hat uns da die schönen Eisenhände da gegeben, denen wir uns böser Menschen erwehren können und sie in die Flucht schlagen können. Fiese Kerle hier. Ein fieser Kerl nach dem anderen. Wollen wir doch mal sehen. Oh, Klucklucks Verwandtschaft. Schaut mal, Kluckluck. Eure Verwandten sind hier. So. Aber haben nicht viel mitzuteilen. Ist natürlich interessant, die ganze Angelegenheit hier. Ja. Ich hoffe, die Leute da glauben mir, dass wir hier einen Drachen kaputt hauen. Oder besser gesagt, dass überhaupt ein Drache da war. Die meisten würden einen ja wahrscheinlich für verrückt erklären. Wir werden sehen. Außerdem möchte ich gerne mal eine andere Rüstung. Die hier zieht ein bisschen komisch nach vorne. Und ich habe ja noch diese komische Axt von diesem netten Herrn da gekriegt. Oh! Die Khajiit sind auch da. Das müsste Meister Rizad sein. Wir doch mal sehen, ob tatsächlich Meister... Meister Rizad? Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Verständlich. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Lächelt mich schon so an. Also, was habt ihr denn da Schönes? Bebänderte Eisenrüstung. Nein, nichts, was ich gebrauchen könnte. Ist das die gleiche? Zerstörung. Naja, ich bin kein Magier. Man nimmt mal die Stiefel, diesen goldenen Ring. Das könnt ihr haben. Die ganzen Ringe. Brauche ich nämlich alle nicht. Sehr schön. Ich habe zu danken. Wie sieht es mit Waffen aus? Jagdbogen des Schicksals. Das wollte ich ja noch
verbessern. Stab des Frostbisses. Nehmt das mal an euch. Gut, ich hab zu danken. Mehr haben sie nicht. Ich brauche definitiv, nein, nicht einen Drachen. Irgendwie nur ansatzweise ärgern möchte, brauche ich eine bessere Rüstung. Nichts, was so komisch zieht, wenn man es nach oben zieht. Wir können ja schließlich nicht mit Besen kämpfen. Das wäre verlustig. Aber ich glaube nicht, dass dieser Drache, wenn es denn einen hier gibt, in der Nähe, das sonderlich lustig findet. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Aber ich komme doch gerade. Ich habe doch Neuigkeiten über diesen Drachen. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Wir waren ja schon vorher letztes Mal hier drin. Warum das plötzlich ein Problem ist, Sajil, das versteht kein Mensch. Liegt vielleicht auch daran, dass hier Logik... Ah, die Dame? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ja. Drin gibt es noch mehr. Das ist schön. Ich will mal schauen. Die besten Waffen und Rüstungen. Zeigt mir mal, was ihr für Rüstung habt. Oh. Ja, damit. Dafür könnt ihr das von mir haben. Ich habe zu danken. So. Kann ich euch meine neue Rüstung anziehen? Oh. Sehr schön. Ich sehe sicher gut aus. So. Jetzt, wie war das? Ich sollte irgendwas schmieden können. Jemand sagt es. Ich bin mir jedenfalls nicht sicher. Magischen Bogen, das will ich doch gar nicht. Also, das scheint es wohl nicht zu sein. Wollen wir doch mal sehen. Vielleicht am Schleifstein? Sharper, stronger, with more spikes perhaps? Das ist nicht. I like spikes. Eine gute Frage. Eisenbarren fehlt mir. Are you going to smash those dents out? Ja, aber nichts dabei. Oder vielleicht kann sie mir helfen. Ich sage nicht, dass ich der beste Sie hat mir was verkauft. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Sehr schön. Ich brauche einen Eisenbarren. Wo haben wir denn da? Eisenbarren. Ich nur... Nehmen wir mal zwei. Ich habe zu danken. So. Dann könnte ich nämlich... I love making blade sharper. Ah, eine magische Waffe. Ich sehe. War das also für nichts? Keine Ahnung, wie man diese... Bone Charms. Ich habe doch diese komischen Dinger da mitgenommen. Naja. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Schmied. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Also aber schön. Macht es Spaß, aber es ist. Denkst du, dass wir danach gegen einen Drachen kämpfen müssen? Das könnte gut sein. Schwierig einzuschätzen. Was weiß ich schon? Ich versuche verzweifelt, diese komische Axt besser zu machen. Aber ich weiß nicht mal, wie das geht. Interessant, das Ganze jedenfalls. Aber sie liegt jedenfalls gut in der Hand. Anders kann ich das nicht weiter ausführen. Aber doch mal sehen.
sehen. Ich rate nur zur Vorsicht. Gar nicht. Zeiten wie... Mein Herr, bitte. Schnell was essen, bevor da jemand wieder sich mit mir prügeln will. Ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Naja, vielleicht nicht, aber ich bin jemand, der gerne stört. Ich habe Nachrichten von diesem Helgen. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ja, sind nicht alle so freundlich wie ich, Sajin. Vergiss das nicht. Oh, das ist also ihre Jarlschaft hier oben. Über einem Drachenkopf. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Naja, ja, von Weitem habe ich ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Ja, wir haben ihn gesehen. Und er hat alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Und dann flog er Richtung eurer Stadt weg. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Und jetzt hat er gesagt. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Natürlich. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Was ist das denn? Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Ist das so? Und mit Drachengerüchten. Ist was, Sashil? Was, Gavan? Gut. Dann gehen wir weiter. Also, wo ist es? Da hat mir was gegeben. Irgendwas mit einem Ketten. Ketten, Halsberg der Nord. Ist aber nicht besser als meine Rüstung, die ich habe. Es braucht seine Zeit, so ein Kleid zu schneidern, Dacken. Ihr müsst geduldig sein. Aber ich will nicht geduldig sein. Ich will mein Kleid jetzt sofort. Vater, wo ist eigentlich mein Kleid, Sajil? Du trägst doch gar keine Kleider. Ich will trotzdem eins. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Drachenprojekt? Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Also, wo soll ich hingehen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Finde ich auch. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Einen Stein? Aber das ist mein Stein. Gib den Mann endlich den Stein. Ich habe diesen alten Stein hier gefunden. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Bekomme ich was dafür, dass ihr meinen schönen Stein einfach wegnimmt? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Toll. Mein Stein ist weg.
Was denn? Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. What? Wo wurde er gesehen? Say, Dragon? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache... Sie sagte Drache, ja. ...können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Hm. Vielleicht ist das der gleiche. Der hat sich vielleicht wieder umgedreht, Frederik. Das wäre dem Drachen jedenfalls zuzutrauen, dass er sich einfach umdrehen würde, der Drecksack. Was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Wartet doch mal auf mich. Das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Einen Drachen? Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Kann man so sagen. Ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Oh! Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Noch was bekommen. Ich kann es mir nicht leisten. Ich krieg hier nur noch Rüstung. Beschwörungszauber. Boah. Euch beide zu verlieren. Bringt nichts. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen gehen jetzt erstmal ein paar Sachen. Warum denn? Wir kämpfen gegen einen Drachen, Sajil. Das heißt, als erstes wollen wir mal das ganze Zeug entzaubern gehen. Ich habe nämlich gesehen, dass hier ein Entzauberer ist. Meine knochigen Finger sehen sich danach. Also, das wollen wir entzaubern. Dann Schockes. Das wollen wir. Sehr schön. Alles entzaubert. Ha! Gut. Ich hau so grimmig drein, Sajil. This is a sick joke. A dragon? Just to say, Skyrim is filled with idiots. Now I see. Well, let's check it out. This can't be real, right? Naja, wir werden sehen. Ich hab ihn ja doch gesehen. Ich glaube, das kleine Kätzchen kommt noch auf die Welt. Dieser Drache war definitiv real. Nice necklace. No, I won't steal it. Sehr schön. Ich hoffe, dass ihr ihn nicht klaut. Wollen wir doch in der Abenddämmerung gegen einen Drachen kämpfen. Das Gute ist, in der Dunkelheit wird er gut sichtbar sein, wenn er Feuer spuckt. Woher willst du eigentlich wissen, dass er Feuer spuckt? Naja, spucken die meisten Drachen nicht Feuer? Naja, nur einige. Es gibt andere, die spucken. Die spucken Eis, andere Gift, andere Erde. Das variiert, guter Freund. Du bist also ein richtiger Drachenexperte. War nicht ihr es, Sajil, die unbedingt den Drachen sehen wolltet? Ich wollte doch mal sehen, haben wir noch Heiltränke eigentlich? Der Gesundheit, Gesundheitsverstärkung, Elixier. Ja, das sollte hinhauen. Eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft.
Aber ich habe ihn gesehen. Unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Ich habe ihn gesehen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, nein, ist gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Der ist voller Motivation, der gefällt mir. Das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und, was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Also, Sajil, wir rücken aus. What do you need, friend? Ich sagte, wir rücken aus. Gegen einen Drachen. In der Finsternis. Ah, so mag ich das. So und nicht anders. Wir schließen auf. Oh, meine Nase läuft. Ich hab doch... You can stop this joke now. Nein, wir wollen gegen einen Drachen kämpfen. Im Regen, bei schlechtem Wetter. Ich niese, wo ich gar keine Nase mehr habe. Aber das soll es uns nicht aufhalten. Der Regen wäscht alles Blut, alle toten Gebeine weg. Wir kämpfen gegen eine antike Feuerschlange. Einen Lindwurm, so alt wie die Zeit selbst. Du bist ja richtig ominös heute. Ja, ich hab meine Tage, Frederik. Ich hab meine Tage. Außerdem sollte ich Lord Cheogorath nochmal zu Rate ziehen. Sehr schön. Lord Cheogorath wird mich leiten. In der Finsternis werden wir. Ich will noch sehen, was er mir noch. Okay. Was hat er mir denn erhöht? Naja, alles, was ich nicht gebrauchen kann. Also, ich merke aber, er ist untot, ja? Frederik, haben wir ein Problem mit Feuer? Dann müssen wir aufpassen. Der Drache wird sicher nur Feuer spucken. Also, hier warten sie auf uns. Aber das sind noch andere. Mitreisende. Da ist einer verloren gegangen. Wir rücken auch auf. Wir rücken aus. Habe ich eigentlich einen Fernkampf? Nein, habe ich nicht. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache... Habe ich eigentlich was gegen Feuerresistenz? Habe ich nicht. Naja. Verteilt euch. Was? Ja. Wir haben es mit einem Drachen zu tun, Sajil. Das heißt, der Sack. Ich nehme noch was zu mir. Und wir schauen, ob wir irgendwas sehen können, was... Ja, Sajil, der Drache hat ganze Arbeit geleistet, der Drecksack. Wenn es denn tatsächlich der Drache war. Also. Er soll ruhig kommen, der Sack. Wo ist er? Ist hier noch jemand drin, der überlebt hat? Kein zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Hynareth, rette uns. Er kommt zurück. Da ist er. Oh, oh. Geht in Deckung. Lass jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ich hab keine Pfeile. Ja, aber sie. Ja, Sajil, das ist ein verdammter Drache da oben. Also, wir schauen, was es tut. Wo ist das Vieh? Okay, es speit tatsächlich Feuer. Ihr habt euren Meister gefunden.
Wo ist das? Ein riesiger Drache. Dann komm. Komm zu mir, du elendiges Drachenvieh. Ja! Sack es nicht! Alles gut, Stecken. Was ist hier los? Was ist hier denn los? Ja! Again? Was hast denn du dabei? Oh. Drachenknochen. Hat jemanden aufgegessen, hat er? Gib mal her alles. Ein Drachenzahn sogar. Oh. Also, wir haben. Allem, was mir heilig ist. Was für ein Schrei. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ich bin ein. Ein was? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Das könnte gut sein, dass ich ihn in mir aufgenommen. Frederik haben wir ihn zu uns aufgenommen. Oh, er war aber lecker. Hat gut geschmeckt, der Gute. Bist ein verdammter Drecksack. Natürlich haben wir ihn in uns aufgenommen. Aber warum kann ich denn nicht beantworten? Die Seele hat versucht, mich aus seinem Körper zu vertreiben. Ich habe sie natürlich erstmal zu Gemüte geführt. Okay, ja, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr Drachenblut? Denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Sieht so aus. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Ustar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Sieht's aus. Nein. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Sajil, ihr seid ein bisschen versteinert. You need to tell me what's going on. I am not crazy, yes? Naja. Ich bin mir selber nicht wirklich sicher, aber die Leute hier nennen mich Drachenblut. You're messing with me. I don't believe you. Wenn ich euch aufziehen möchte, dann würde ich andere Sachen tun. Aber ich bin definitiv nicht so weit, um mit euch Scherze zu treiben. So, that was really I have to... you know what? Just head to Jarl What's-His-Face. I bet he's got an explanation for this joke. Ist doch gar kein Witz, Sajil. Das ist ein Drache. Der Drache, der war nicht gut auf mich zu sprechen. Der wollte mich essen.
Und ich habe ihm zuerst meine Axt und dann meine Faust ins Gesicht gehauen. Und das hat er nicht lustig gefunden. Da kann ich ja auch nichts dafür. Ich mache ja schließlich nur meine Arbeit. Und danach habe ich ihm meine Axt in seinen Kopf gehauen. Und das fand er noch weniger lustig. Die Herrschaften hier haben sich gut versteckt. Die Straße ist wieder sicher. Guten Abend. Oh, guten Abend. Was habt ihr denn so zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Zeig mal her. Standhaftigkeit. Gut. Brauche ich alles nicht. Ich habe zu danken. Wer bist du? Ja. Aber nur Bodyguards. Naja. Ein ruhiger Abend zu sein. Ihr habt das auch gehört, oder? Dass mich der Berg angeschrien hat, Sajil. Schaut nicht weg! Ihr habt das genauso gehört. Ich stand an Gott gefangen. Lauhing Voices. Gods, help me. Ja, Kluck, Kluck, Kluck wird euch helfen. Kluck, Kluck hat die besten Menschenkenntnisse, die ich bis heute gesehen habe. Sie ist definitiv die von uns, die am meisten Ahnung davon hat. Finde ich eben auch. Kluck, Kluck hat uns bis jetzt nie im Stich gelassen. Oh, Meister Risat ist schon wieder weitergezogen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die alte Katze die Drachen schon vorgängig spüren kann, bevor sie überhaupt auftauchen. Aber ich merke, dass meine Begleiterin etwas angespannt ist, Frederik. Naja, sie hat noch nicht so viel gesehen, das kann ich mir vorstellen. Ich wäre dafür, wir kehren erstmal irgendwo ein, dass sie sich erholen kann. Und bei Tagesanbruch gehen wir dann zu ihrer Jarlschaft. Finde ich eine gute Idee, Frederik. Wir müssen ja nicht mehr schlafen. Das musst du ihr aber nicht sagen. Nein, 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 ich werde Ihnen das nicht sagen. Wir werden hier ganz normal sein. Ein normales Nichtskelett. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Sehr alles, schön. Was wir möchten, ist nach dir zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Leute kehren ja auch hier auch langsam ein. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Was macht ein Pferd hier? Seit wann lassen die Pferde hier in die... Lord Cheogorath wird's wissen. Lord Cheogorath wird's wissen. Naja. Dann wollen wir uns doch mal ein bisschen ausruhen. Sajil, ihr könnt euch ausruhen und dann mein Tagesanbruch mit dem Jarl sprechen.